So, hallo, ich bin hier in Minecraft und ja, ich wurde jetzt hier beauftragt, das mal einmal zu spielen und ich hab nur überhaupt keine Ahnung. Ja, ich hab jetzt hier so ein Prospekt, das ist, oi, ja, da müsste doch irgendwo so eine Telefon, ja, so, 0800 75391. Hallo, willkommen bei der Hilfe für zu dumme Spieler GmbH in KKGs wünschen. Ja, hallo, ich bin der Friedrich und ich hab ein Problem. Ich bin jetzt hier in den Minecraft und ich hab überhaupt keine Ahnung, was ich zu tun hab. Also, können Sie sich denn bewegen? Was? Bewegen, so mit WASD. Das geht? Ja, der müsste WASD öfter in der Tastatur drücken, das ist so links über der Tastatur. Links über? Nee, da ist ein Zettel, ist da, aber über der Tastatur ist sonst nichts. Nee, über der Tastatur. Hier sind so Tasten, da steht drauf, ey, wie kann man da, wenn ich da jetzt so. Oi! Ja, da hast du die hingekriegt. Das ist aber spannend. Nee, schön, da kannst du dich anders so bewegen, so. Oi. Mit der Maus. Was? Mit dem Maus, da musst du diesen komischen Kasten nehmen. Das neben der Tastatur? Ja, das Ding. Hast du das angeschlossen? Weil nicht? Hast du das Kabel in den PC gesteckt? Hier ist kein Kabel drin. Und dann ist die wahrscheinlich ohne Kabel. Guck mal unter, ob da ein Licht drin ist. Unter? Ja, da ist ein Au! Oh, da ist ein. Die dürfen da nicht da reingucken. Also, ja, sagt mir das doch, du Halunke, du. Entschuldigung, ich dachte, sie wüssten das. Ja, nee. Gut, Oh Gott, was ist das denn? Oh, die kann ich ja bewegen. Oi! Das ist was, du Bord, diese Technik. Das ist aber Hammer. Da kann ich. Boah! Das ist aber krass. Jo, haben Sie denn noch weitere Fragen zu dem Spiel Minecraft? Ja, ich muss jetzt hier, jetzt wurde mir gesagt, ich soll dazu so ein Haus hin, so ein Holzhaus oder sowas. Ein Holzhaus, du musst gucken, ob du sowas siehst, du musst dich umgucken und dann musst du da hingehen. Ja, ich sehe doch so ein Kästen, das sieht aus wie ein Kästen halt, so ein Holzkästen. Ein braun oder eher so mit grün oben drauf? Das ist, ich würde sagen, braun. Braun, dann da müsst ihr hin, das ist das Holzhaus. Ja. Nee, ja, das könnte sogar Holz sein. So, jetzt kann ich hier. Ja, wie komme ich denn da jetzt rein? Ist da eine Tür für, oder? Ja, hier ist so ein Ding, so das könnte. Ja, was hier überhaupt kein Türknauf und sowas alles. Nee, da müsst ihr von diesem komischen schwarzen Kästen auch mit dem Licht musst du da rechts klicken. Rechts oben klicken. Auf die Maus? Ja, genau, auf die Maus. Huh? Ui! Wow! Das hätte richtig krasse Animation. So was gab's. Nee. So gab's ja früher überhaupt nicht. So, und jetzt kann ich hier ist ein Bett oder sowas. Ja, welche Tageszeit ist denn bei Ihnen da gerade? Das ist. Also, ich sehe einen Mond und ich sehe auch eine Sonne. Oh, denn ist gerade zu Abend. Haben Sie denn auch Zombies bei sich? Nee, das sind ja alles so Tiere halt, ne? Also keine Bösen. Sind Schafe böse? Nee, die sind nicht böse. Dann können Sie schlafen gehen. Dann müssen Sie gucken nach so einem Brett und dann müssen Sie sich drauflegen mit Rechtsklick wieder. Aber die Sonne ist gerade hier so ein bisschen am Hochkommen. Auch wenn die Sonne im Hochkommen ist, dann ist morgen. Dann brauchen Sie nicht hinlegen. Ja. Ja, okay. Ja, haben Sie denn noch weitere Fragen zu dem Spiel von Minecraft? Ja, was müssen Sie denn jetzt hier tun? Ja, Sie müssen Rohstoffe sammeln. Rohstoffe. Zum Beispiel Holz für das Holzhaus, um es zu vergrößern. Oder für den Boden oder so. Ja. Sehen Sie Bäume in Ihrer Nähe? Ja, Bäume sehe ich. Viele oder wenig? Da ist ein ganzer Dschungel, ist da. Ja, dann würde ich sagen, gehen Sie zu den Bäumen und dann hacken Sie erstmal einen ab. Mit der Hand. Das
Der wird aber lange, bis ich da bin. Haben Sie keine anderen Bäume bei sich in der Nähe oder so? Ja, das ist hier schon so ein kleiner Baum, aber das ist ein ganz anderes Holz. Das macht nichts. Du kannst die verwenden für Kisten oder so, da kannst du deine Sachen einlagern. Ah. Ey, ey, da bin ich runtergefallen. Ey, was ist denn dieses schwarze Zeug da unten? Wie genau sieht noch schwarze Zeug aus? Der grau und schwarz. Und dann ist das die Göhle. Die Göhle kannst du verwenden, um zum Beispiel Fleisch zu braten. Ja, und dann, muss ich vorrennen? Nee, die müsste, vielleicht hast du unten in so einer, siehst du so kleine Gästchen bei dir? Unten. Ja, so, da ist so eine 16 und eine 64, ja. Okay, und in diesen kleinen Gästchen, da muss, so ein Stab sein mit so Gebögen, irgendwas Gebögenen. Ja, das sieht aus wie eine Spitzhacke. Genau, das ist eine Spitzhacke. Ah! Okay. Genau, und damit hackst du den auf die Kohle. Ja, ich klick, also ich geh jetzt mit meinem Finger, aber passiert nichts. Wo klicken Sie denn? Ja, mit meinem Zeigefinger auf das Symbol. Nee, Sie müssen die Maus wieder nehmen. Die Maus ist das Wichtigste, ja. Mit. Ja, aber wenn ich die bewege, bewegt sich das Bild und nicht da unten die Leiste. Sie müssen auf die Kohle gucken und dann linke Maustaste gedrückt halten. Das aber, jetzt habe ich so eine Erde in der Hand, die da so drauf schlagen tut. Ne, Sie müssen mit dem Mausrad, singen Sie in der Mitte von der Maus, ein Mausrad. Ah. Oh. Boah, das ist ja der Hammer. Und jetzt und damit müsste die Spitzhacke auswählen. Ja, und jetzt einfach draufklicken. Nicht gedrückt halten. Gedrückt. Boah, oi, da habe ich jetzt so ein... Ja, ich glaube, ich hab's. Das ist ja der Hammer. Warum kenne ich das Spiel nicht vorher schon? Na, da geht's ja richtig tief in den Berg rein. Ja, damit kannst du dann die Kohle abbauen und die kannst du dann auch verwenden zum Fleisch braten oder für andere Sachen, zum Beispiel für Eisen. Apropos Fleisch, ich hab da unten so ein bisschen Fleisch drin. Und da ist über dieser Leiste sind da so Dinger am Flackern die ganze Zeit. Und da sind manche... Das ist deine Hungerleiste. Hunger? Die musst du schnell auffüllen. Mit dem Fleisch? Mit dem Fleisch. Muss ich auch links klicken? Nee. Nee. Da hältst du Rechtsklick gedrückt. Boah, das ist ja... Wow! Das ist ja richtig Hammer! Ich empfehle für Sie vielleicht einen kleinen Zettel, wo Sie sich den reinschreiben, Linksklick abbauen, Rechtsklick futtern. Ja, die Bärbel, meine Franziska, haha, die Bärbel, meine Sekretärin, die schreibt das hier die ganze Zeit schon mit. Ach, das ist ja gut, also was arbeiten Sie eigentlich? Ja, als professioneller Minecraft-Spieler will ich werden, dachte ich mir. Und dann haben Sie schon eine Sekretärin mit Ihrem Level? Ja, man muss ja anfangen irgendwie, ne? Man muss ja die ganzen Rechnungen und sowas alles. Das stimmt. Ja. Gut, haben Sie vielleicht... Bärbel, schreib mal schneller! Mensch! Seien Sie ein bisschen netter zu Ihrer Bärbel. Ey, was denn das? Das ist denn hier so ein ganz schön tiefes Loch ist da auf einmal in der Boden. Da dürfen Sie nicht reinspringen, das ist wahrscheinlich so eine Klippe oder eine Grube. Da können Sie verletzt oder töten, dann haben Sie keine Items. Das ist aber nicht so gut. Nee, das ist nicht gut. Da müsst ihr alle wieder elf sammeln. Du musst umständlich dahin und das ist teuer. Teuer. Kostet. Ja, Zeit und Geld. Okay. Nee, jetzt bin ich aus dem Wald und hier sind ganz... Das sind Köpfe. Und das sind Schafe. Was machen die denn da in dem Gebüsch? Ja, die Schafe, die sind da einfach. Und von denen kannst du die Wolle holen. Und damit kannst du Bilder machen oder so. Das ist ja der Hammer. Ja, und jetzt gehe ich jetzt einfach mit meiner Axt dahin und dann. Oh, jetzt geh einfach hier so ein Baum. Ne, so ein Baum. Ja, das den Baum, ja wie musst du abhacken. Alter, das ist aber meine Spitzhacke. Da ist auch. Das sieht aus wie eine Axt. So, ja. Das ist ja fast so wie mit der Köhle. Ja, da lernt sie aber schnell mit dem Minecraft. Ja, ich glaube, mit dem professionellen Minecraft-Spielen wird das langsam was. Oh, das aber. Ja, klasse. Du, was? Bärbel, Ja, also.
Ja, ich höre gerade von der Bärbel, dass 10 Minuten rum sind. Ich sollte nur 10 Minuten machen. Nur 10 Minuten? Ja, gut. Also, sie haben zwar eine 0800-Nummer angerufen, aber in Wirklichkeit kostet sie das pro Minute 10 Euro. Ha! Die ganze Kram hier. Die Bärbel, die schickt ihnen dann eine Rechnung zu. Ja, dann, tschüss. Okay, tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, dann, nicht wahr? Ja.